Sehnsüchtig warteten alle Fans von Helene Fischer auf ihren ersten Auftritt nach der Babypause. Beim Snow Open Air in Grindelwald legte die Schlagerqueen für die Zuschauerinnen und Zuschauer ein grandioses Konzert hin. Doch nicht alle sind vom Comeback der Sängerin begeistert. Wie Watson berichtet, äußerte der Festivalgründer Urs Kessler im Interview mit Blick harte Kritik an Helenes Management. Kessler beschreibt die Planung im Vorfeld als sehr herausfordernd. Dabei geht es unter anderem um ein Kameraverbot während des Auftritts. Lediglich bei den ersten drei Songs waren Aufnahmen erlaubt. Kessler waren die Maßnahmen des Managements viel zu streng. Zum Management hinter Helene Fischer hat er eine klare Meinung. Ihnen täte ein bisschen mehr Bodenständigkeit gut. Doch die Künstlerin selbst lobt der 60-Jährige in den höchsten Tönen. Sie sei richtig sympathisch und überhaupt nicht abgehoben. Er sei auch nicht sicher, ob der Schlagerstar überhaupt selbst wisse, wie strikt ihre Leute vor Ort agieren. Zur Freude aller Fans hat Helene für dieses Jahr noch weitere Live-Shows geplant.